So Leute, heute möchte ich mal was anderes machen. Das heißt, ich werde euch mal ein bisschen ein paar Mauspads vorstellen. So ein Computer kann ja auch andere unterschiedliche Gegenstände, um auch wirklich dann zu agieren mit dem Computer teilen. Also mit der Maus zu attackieren, also zu fungieren, ja. Ich habe mir vor kurzem, ich hatte ja immer diese Dinger, diese Filz. Mauspads, ja. Und mit der Zeit verschwimmt der Filz oben drauf, ja. Und die Maus kann nicht mehr richtig laufen, ja. Oder der Filz löst sich von seinem eigenen zusammengepackten Zeug da, ja. Und die Maus war dann auch verpackt da unten drunter auch. Und dann habe ich lange rumgesucht und ich habe was Interessantes gefunden. Das sind Mauspads, ja. Ganz dünne Mauspads. Also sind ganz dünn, also wenn ich da jetzt ein Streichholz neben dran legen würde, wird es wahrscheinlich Streichholz höher sein als die Mauspad selbst, ja. Und ich habe jetzt keine Möglichkeit euch das zu zeigen, weil ich kein Raucher bin und kein Streichholz habe, ja. Aber wie gesagt, die sind ganz dünn, diese Mauspads, ja. Die sind von Hama. Da ist jetzt nochmal die Golden Gate-Spittelbrücke drauf, ja. Also die ist auch ein bisschen so metallic. Zur Metallic-Beschichtung und dementsprechend wirkt es auch sehr schön. Ja. Ich habe halt, ihr denkt hier, warum braucht ihr so viele Mauspads? Ja, ich habe hier drei von denen und drei mir schwarze geholt von dieser gleichen Art, nur halt ganz, die sind halt schwarz und die habe ich halt dementsprechend mit Bildern, weil das so schön ist. Und die haben unten drunter auch eine Beschichtung, eine silberne, wo das normalerweise klebt auf dem Tisch. Aber ich habe das jetzt nur mal anders gemacht. Ich habe das mit doppelseitigem Klebeband festgemacht, weil ich musste, wenn ich so Halligalli mache mit der Maus, dann dachte ich das hier nicht großartig bewegen. Weil ich bin ja ich spiele nicht lalalalalala auf so einer einzelnen Maus. Das liegt mir ja nicht. Ich bin ja so ein bisschen so ein Großgame-Spieler. Ich spiele dann lieber drüber hinaus und dann darf ich dann nicht abrutschen mit der Maus, dann ist das Spiel gleich wieder irgendwie, kann im Spiel dann wieder was passieren, was dann halt nicht gut ist für den Spielverlauf. Und deswegen habe ich mir halt dementsprechend halt 6 Mauspads hier angelegt und hey, da kann man wunderbar drauf spielen. Ja. Also ich bin da ganz begeistert davon. Die sind auch sehr gleitfähig und da geht auch nicht die Oberfläche weg. Ja. Die Oberfläche bleibt wirklich, das ist wirklich eine einzige Masse. Ja gut, sie ist halt mit Bild und da ist es halt mit Schwarz gemacht. Aber ich finde das gut. Und auf diesen Mauspads sind ja schon flaches Mauspads. Da kommt ja das Motiv und unten drunter ist wie gesagt diese Alu-Beschichtung, wo normalerweise ein bisschen hebt. Aber es hebt auch wirklich nicht. Also man muss wirklich das Ding wahrscheinlich doch irgendwie fixieren, damit es nicht verrutscht. Ich habe es wie gesagt angeklebt. Ja, das geht schon. Wenn ich es runter haben will, doppelseitiges Klebeband lässt sich ja leicht lösen und dieses Ding auch. Alles, ne? Und dann gibt es noch von Hama gibt es noch eine andere Maus, ja, die kennt ihr vielleicht alle auch. Ja, das ist dieses Gamer-Maus. Ja. Viele sagen, oh, das ist ja ganz tolle Sache, gell? Da kann man dann richtig loslegen. Mir ist dieses Ding zu klein, ja. Obwohl. Diese kleinen Dinger haben mich, diese einzelnen haben mich 5, das sind nicht wie, an die 5 Euro gekostet, ja, pro Teil. Dieses Ding kostet 14,99 Euro. Ist eine reine Gamer-Maus. Heißt es so, dass es eine reine Gamer-Maus ist? Sie ist aus Polycarbonat-Oberfläche. Hat angeblich exzellente Gleiteigenschaft und Reibungswiderstand für die Maus ist halt gut und schnelle und präzise Mausbewegung kann sie ausführen. Also das heißt, dass sie hier schnell Mausbewegungen, aber wie gesagt, ich habe dann gemerkt, oh scheiße, ich rutsche da immer runter. Ist halt so, ich bin halt nicht so ein Flächenspieler, so ein ich nicht so und so und so, das bin ich nicht. Also wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Ich benutze es mittlerweile als Tablet, oder wenn ich da irgendwie Getränke drunter hole oder Kaffee, damit sie hier genau auf meine neue Mauspad sind. Dann habe ich dann hier das Bild als Ablage. Da kann ich hier meinen Kaffee abstellen, dann passiert in den unteren Teilen nichts. Also wie gesagt, es gibt dieses Light und es gibt diese anderen Mauspads aus für den
har man für diese Computer. Es bleibt jedem selbst überlassen, was er macht, ja. Also ich finde es, in dem Sinn finde ich es gut. Finde ich es gut, wie, das muss ich selbst wissen. Also wie gesagt, ich bin so ein großflächiger Spieler, ich muss weit ausholen können mit allem und das kann ich dadurch. Natürlich ist das in dem Moment nicht da, das ist ein bisschen weiter weg, aber ich die wirklich ausholen kann. Und ja, das wollte ich euch eigentlich zeigen, was es an Möglichkeiten gibt. Natürlich gibt es noch andere Mauspads mit Halterung, mit Ständer, beleuchtet und, das gibt es alles, ja. Also das ist alle die billige Variante und Alternative und man muss ja nicht unnötig Geld ausgeben, dass man dann irgendwann merkt, oh das ist so nichts so bei dem hier, bei dem Hotel, was ich da war. Mir von einem Bekannten hab aufschwätzen lassen, der hat gesagt, oh das ist das Beste und hin und her und da kann man wunderbar drauf spielen und hin und her. Das ist vielleicht für ihn was, ja, weil er so und Tüdelütü und ja, bloß nicht großartige Bewegungen vom Spiel, aber wie gesagt, ich bin halt anders. Ich muss agieren können und ich muss wirklich, ja, das ist bei mich wichtig, damit man hier, wenn man hier wirklich manche Gedanken versunken in so einem Spiel und dann nochmal da auch andere Bewegungen und dann rutscht man wirklich weiterhin auf den Mauspads rum, ohne von der auf die in den Abgrund zu fallen. Ja. Das war ja so, jede Bewegung von der Maus kann ein Spiel verhindern, los das nicht, ja. Und ja, dann wünsche ich euch eine gute Zeit, das wollte ich euch eigentlich zeigen, was es da an Möglichkeiten gibt, ja. Und dann macht's gut, bis bald, tschüss.